15. So, herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von Links to Viking Dicks. Wenn ich mich nicht irre, Nummer 15. Ja, so, dann geht's los. Die Adlerfestung, sind wir jetzt so? Aber Vorsicht, könnte sein, dass wir Laden speichern müssen. Ja, ich weiß ja nicht, auf welcher Seite wir jetzt anfangen. Ich guck mal nochmal nach links. Ich würde sagen, rechts erst. Ja, weggepelzert Vieh. Den Magier. Ja. Ja, rechts. Rechts ist der rechte Weg. Ja. Wortspiel. Jo, das Blade brauchen wir auf jeden Fall. Hier kann man eigentlich, ja, hier kann. Aber vorher gucke ich mal. Oh. Au! Ja. Erstmal nach hinten gucken, erstmal ein bisschen wieder eingewöhnen. Orientieren. Ja, Vicky. Weiß ich nicht. Ah, den Weg hätte man auch. Die vier brauchen auch immer sehr viel Treffer. Im Normalfall. Ja. Aber da wir Level 2 Schwert und rote Rüstung haben, brauchen sie weitaus weniger. Jetzt müssen wir erstmal zu die Kugel und die erste Säule zerstören. Nee, hier war es nicht. Um den Schalter zu aktivieren, gibt es einen kleinen Trick, aber egal jetzt. Den zeigen wir vielleicht ein andermal. Auch nur vielleicht. Weißt du, wie ich das immer gemacht habe? Und, ich habe erst die Kugel genommen und dorthin geworfen und dann daran gezogen. Ist jetzt egal. Das kann ich da auch schnell. Am besten bis zum Anschlag ziehen. Ja. Ja. Weg mit dem Dünder. Und das ist mit die erste Säule. Und hier muss man ziemlich doll aufpassen. Ja, was? Achso. Keine Ahnung, was das ihm war. So, das ist die erste Säule. Und sie fällt. Mhm. Ah ja, das sehe ich schon wieder. Ja. Diese Springer. Ja. Ah, oh, gleich am Anfang funktioniert die Karte. Klappt aber nicht immer. Stimmt's? Ja. Autsch. Au. Geh mal dahin und versuch mal, ob du das ist da. Auch hier vorne. Ja, das war ein Stück weiter nach hinten. Das ist zu weit. Am besten so werfen, dass es. Ja, perfekt. Wollte ich gerade sagen. Na klar. Und stellt euch vor, wir werden jetzt mit der Kugel hier runtergerasselt. Ja. Da geht's nicht weiter. War richtig ekelhaft, wenn man mit der Kugel komplett runter wäre. Ah, oh, kommt mal her. Kommt mal wieder schön dicht beieinander. Na. Ich muss jetzt seitlich machen. Okay. Au. Perfekt. Und jetzt auch. Na, oi. Schon wieder sind die weit weg. Aber dennoch geschafft. Ja, Zufall, aber der gerade. Oh, der Kompass. Ja. Und hier gibt's auch den Spiegelschild. Ja. Ja, und hier muss man nämlich später auch noch hin. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man da sogar vorbeikommen ist. Ich glaube ja. Ja, hier ist die Kugel. War gut, dass sie nicht in das Loch runtergefallen ist. Ja, das ist nämlich richtig eklig. Da müssen wir sie immer von der alten Stelle zurückholen. Deswegen habe ich gerade einen Schnellspeicher gemacht. Gut.
Krax. Säule Nummer 2. Eben schon wieder den Bug, hast du gesehen? Ja, diese. Das war zum Teil verschwunden. Der zum Teil verschwundene Link. Ja. Ja. Ui. Da muss ich denselben Weg nochmal nehmen. Wow! Plumps. Ey, der war jetzt so fies. Ja, leider Gottes. Aber ich glaube, du kommst auch so an den Kristallschalter im anderen Raum. Hast du die rote Flasche? Ja. Gut. Ich glaube, die werden wir hier brauchen. Anti-Kirby. Und ein Gumpa. Ja. Zum Glück ist das ja rein Nintendo. Ah, gleich mal da vorbeikommen. Ah, der Schnabel. Dann haben wir ja die fast alle Haupt-Items, außer den Husky. Ja. Den Taken, wenn du darüber willst. Hast du erstmal gelähmt, die Gyptos? Ja. Mal gucken, ob sie den Bumerang abkönnten. Nee, der Bumerang ist wirklich extrem stark, ja. Das werden wir im endgültigen Endkampf zeigen. Ja, genau hier wollte ich mich hin. Hä? Weswegen denn? Um da hinzukommen. Bis jetzt habe ich den Dungeon noch gut unter Kontrolle. Bis jetzt aber kann sich schnell ändern. Ja. Die brauchen wir nicht nochmal, weil wir die Truhe schon aktiviert hatten. Da. Deswegen. Ja. War nämlich locked. Der Pfad war nämlich locked. Überlegen. Ah doch, hier oben muss ich es runterwerfen, genau so war es. Am besten auf A das Schwert. Ich glaube nämlich nicht jeder kann durch den Bumerang besiegt werden. Und ich glaube, wenn wir hier dann sind, müssten wir dort eine Bombe erlegen, um an die letzte Säule zu kommen. Mann, verschwindet. Ah, ich muss doch nur da lang. Hä? Da, au. Die Viecher kriegt man leider nicht platt. Die verschwinden nur, wenn man die. Wenn man deren Symbole komplett richtig machen. Stimmt? Ja. Das Flatterherzen immer am besten immer mit Kristallschalter aktivieren. Hätten wir auch vorhin machen können, dann hättest du nicht springen brauchen. Dann hättest du dir einen Teil des Weges sparen können. Ja. Da kommst du nicht dran. Das geht nur über einen Umweg. Und das hier? Locked. Nee. Da hätten wir ja auch noch einen Weg. Ah, und ich glaube, der ist es auch. Hau ab, Gumpa. Dammit. Nee. Mal gucken, bei dem Kirby vorbei. Bei dem Anti-Kirby? Autsch. Den konnte man auch irgendwie besiegen. Ich hab mal Zauberpulver und den Somare. Ja, ist offen. Mal gucken, ob es der Weg war. Nope. Das ja, da brauchte man zwei Bomben. Ah ja, der. Wieder raus. Und wechsel zum Bogen. Bist du das viel schneller los. Der dürfte auch nur zwei Pfeile brauchen. Ja, zwei Pfeile, wie ich mir gedacht habe. Weil man nämlich hier von diesen Fackeln an beballert wird. Und nochmal das Ganze. Ich glaube noch. Ja, perfekt. Und das da brauchen wir. Und da müssen wir dann mit dem Enterhaken entern. Und hier muss man später auch rüberwerfen. Die Kugel, Gilgel. Hau ab. Hau ab, du Dünder. Dammit, schon wieder locked. Aber kein Problem, genau.
Mit dem Enterhaken kann man dann die auch mit ihrer Maske loswerden. Ja. War mir das nächste Mal sicher, ob die noch was fallen lassen, wenn man die platt hat? Nee. Theoretisch nicht. Suche ich mit die Stelle, wo man die Bomben legen muss? Ne, da ist es ein Niff. Ja, und hier muss aber man hier geht's zu dem. Und hier geht's zu dem Zwischenboss. Ah, der. Hey Typ, bla bla bla, kümmert euch um ihn. Ah ja, mal überlegen, was waren das jetzt da? Krempeln? Nee, das Schwert reicht aus, wenn du schnell genug drückst. Ah genau, sowas ist das ja. Einer ist entkommen. Du musst wirklich alle... Ha, ist das alles? Wieder in einen entkommen. Ja, am besten ich mach mich in der Ecke hier. Na, ob das was bringt? Ja, hat was gebracht. Du Miststück! Du hast eben meine Brüder besiegt. Dafür wirst du bezahlen. Das schwöre ich dir. Halt die Schnauze. Da braucht man gar nicht runterspringen. Das wird später komplett zugeschlossen. Ja. Ich glaube, das war auch das Rätselslösung. Autsch. Achso, ich habe ja die Feder nicht dran, deshalb. Nee. Du hast Schwert und Enterhaken. Bossschlüssel. Na klar, jetzt schon. Ja. Ich habe ja nicht mal in Erinnerung, dass er so früh war. Doch, war er. Was man den aktivieren muss. Hat den schon mal gemacht. Diese Flächen hier sind, wenn man alle vier Säulen... Ich mache mal eine Schnellspeicherdatei und spring mal rein, mal sehen, wo ich ankomme, ob ich vielleicht zur Kugel sogar komme. Nee, aber bist auf dem Herz gelandet. Ja. Geh noch mal diesen einen Weg, da, bei den Sparks, da war links eine Drehtür. Ich glaube, dadurch kommst du dorthin. Ja, mal einfach so. Die waren ja hier hinten irgendwo. Nee, die waren auf einer anderen Ebene. Die waren auf der Ebene darunter. Da kannst du ruhig nochmal durch das Loch gehen und einen anderen Weg wählen. Springen, wenn du das Herz haben möchtest. Und das Schwert ist auf dem falschen Knopf. Warte mal, ist offen oder zu? Keine Ahnung. Deswegen gut, dass wir uns für den Dungeon mehr Zeit genommen haben, weil der ist mit am heftigsten. Mal sehen, was die Minuten nachher sagen werden. Ja. Und den Spiegelschild müssen wir ja auch noch holen. An zwei Sachen, da kommt man durch einen speziellen... Da, wo der Zyklop war, da solltest du an der linken Wand in die Löcher fallen, dann kommt man an eine Stelle im unteren Geschoss. Und das andere ist auf der gegenüberliegenden Seite. Zeig mir die Map. Das war ja bei den Kirby, war das ja. Bei dem Anti-Kirby hier. Also da kommst du nämlich dort, geh noch mal hoch, dann siehst du, wo du dann hinkommst. Ja, dann landest du dort auf den Sims und kommst dorthin. Ja, ist offen. Wo ist hier nochmal war? Da, das war das, wo du vorhin den Magier platt gemacht hast. Die Abkürzung nehmen können. Ja, da ist die Drehtür und hier unten war der Zyklop. Hier unten war der Zyklop. Da. Ich glaube, was denn so ist egal. Du kommst so oder so auf dem Sims an. Auch wenn du das untere Loch genommen hättest. Ein paar Juwelen. 20 Rubin, ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das war eine Zaubermuschel. Aber da wir ja, wie gesagt, schon das Level 2 Schwert haben,
Wir sind da jetzt immer nur 20 Truhen drin, ne? Nicht 20 Truhen, 20 Rubine, sorry. Ja, sowas hier. Stell dich da hin. Und nimm den Schild. Nimm den Schild. Also geht's auch. Na gut, ich hab da immer den Schild genommen. Die Fälligsten davon sind weg, das war nicht wieder oben. Und das Ding, und der Tod ist eingesperrt. Ja. Da ist die Kugel. Zum Kugeln mit der Kugel. Nee. Leg die nochmal ab. Und spreng hier mal die Wände. Genau. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich bei mir damals so lange gesucht habe, weil ich die Wand nie gesprengt hatte. Ja. Du brauchst nicht weggehen. Das habe ich dir schon seit Anfang an gesagt. Die muss ich dann dahin feuern. Krak. Säule Nummer 3. Adieu. 4 oder 5 Säulen waren. 4. Das da ist die letzte. Erstmal gespeichert, weil ich nicht weiß, wie weit. Fliegt daneben. Überlegen, wie hat man die sonst rüber gekriegt? Konnte man die mit einem Greifhaken? Nope. Diesen Weg. Und dann dort werfen. Schnellspeicherdatei laden. Dann hast du die Kugel wieder. Und geh jetzt hoch. Und such dann da einen Weg hin. Nee, da kommst du nicht durch. Ja. Autsch. Na, das ist jetzt so fies, ja. Extrem fies. Oh, ist das Ding nur nach hinten. Überlegen, wo man das. Ah, ja. Ja, hab ne Idee. Schmeiß die hier rüber, aber vorher das da reinschubsen. Und jetzt jump da hinterher und suchen einen Weg dort hoch. Inklusive der Murmel. Hier oder? Jedenfalls solltest du nicht mit der Kugel runterfallen, weil die nämlich nicht mit runterfällt. Ja. Weil aber ich welchen Weg man. Ah. Versuch mal, ob du eine Treppe verwenden kannst und dann mit der Kugel da unten ankommst. Hier hole ich nochmal die Herzen. Ja. Ist gut, dass diese geflügelten Items immer wieder kommen. Ja. Genau, schmeiß die da hin. Das könnte nämlich klappen. Ich glaube, dieser Weg ist auch der Weg, um zum Spiegelschild zu kommen. Das grüne Dünder ist abgestürzt. Ja. Nee, das war ein Brüchen war. Wenn das Überlänge wird, dann tun wir uns schon mal vorab entschuldigen. Ja. Weil das ist eigentlich der schwierigste Dungeon, ja. Was bei Ocarina of Time der. Wenn ich die Melodie spiele für den Anfang, war die Kugel dann weg an der alten Stelle oder ist sie geblieben? Da, wo du sie zuletzt hingeworfen hast. Also bleibt, dann kann ich die nämlich machen. Das war, ich glaube, das war der. Mambo's Mambo. Ich glaube, das war der, ja. Ja, Lied Nummer 2. Dann komme ich mich da an, näher mich an, die braucht ja nur nach rechts laufen. Ui. Das war, mein Kumpel ist dagegen gekommen. Halt jetzt halt fest, ich muss nochmal drüber. Jetzt kannst du wieder hinpacken. Na, da musst du mir nach rechts. Au. Also. Man kann es auch anders machen, man stellt sich da hin und zieht sich dort drüber. Ja, hä? Das ist vielleicht doch richtig.
Naja. Ein Teil okay. der Macht, dadurch sind wir noch stärker. Ja. Ah, da, ich glaube, da ist der Spiegelschild drin, nur, ja? Oder? Ja. Hä? Wie bin ich jetzt da durcheinander gekommen? Also, springen wir doch mal. Ah! Da kommen wir hier an. Das ist mir das Problem, das ist das schwerste Dungeon überhaupt hier. Was in Ocarina of Time der Meerestempel ist, ist hier die Adlerfestung. Ja. Uah! Oh, der bringt gar nichts. Nope. Weil du auf dem, weil du schon auf der unteren Ebene bist. Würde nur was bringen, wenn du auf den, auf einer höheren Ebene bist. Wo gab es noch einen Weg? Und wir kommen jetzt, ich weiß jetzt auch gerade nicht weiter. Auf jeden Fall müssen wir erstmal zusehen, dass wir die Truhe kriegen mit dem Spiegelschild. Weil man den. Ah, perfekt. Ja. Das ist der Spiegelschild. Ja. Ich glaube, das ist sogar auch der richtige Weg. Da kommst du in diesen Bereich rein, vermute ich mal. Einen Schlüssel hast du für den Schlüsselstein? Mal gucken. Ja. Mal überlegen, muss ich den drücken oder nicht? Ach, also wenn du da lang willst, ja. Weil das ist nämlich die Eule. Da will ich jetzt mal gucken. Ah, da komme ich hier. Da ist schon mal die Kugel. Und wenn du den Kristallschalter da jetzt betätigst, dann gehen die runter und du kannst ohne Probleme da rangehen. Kann auch nämlich direkt. Aber du kannst auch so gehen. Bleib dir überlassen, welchen Pfad du willst. Nur ich weiß jetzt nicht, ob man die runter haben muss. Aber ich glaube mal nicht, sonst hätte man den Schlüssel nicht nutzen müssen. Und zur Not hier ist ja auch einer. Ja, das hat ja was zu bedeuten. Wenn man den Schlüssel nicht genutzt hätte, hätte man hier durchlaufen können. Deswegen glaube ich, dass es was zu bedeuten hat. Mal überlegen. Schmeiße. Dreh dich erstmal süd und schmeiß das gegen die Wand. Was hier rüber? Nee. Erstmal gegen die Wand schmeißen. Und dann jetzt zusehen, dass. Ah ja, genau. Weil du dich dann auf einem über den Umweg nämlich hier rüber holen musst dann. Au. Ah, der war außerhalb der Reichweite. Ja. Kriegen wir zwei. Ah ja, jetzt ist er. Da kann man nicht den Dings nehmen. Den Enterhaken, genau. Die Kugel jetzt da hinschmeißen. Aber das da drüben noch was war. Ah ja, genau. Dann den Weg dorthin nehmen und mit dem Enterhaken dann darüber ziehen. Wunderschön, oder? Ne. Mal von hier rum. Du musst oben lang. Au. Drehtür. Genau. Stell dich in die Ecke und zück den Schild. Das kommt leider immer und immer wieder. Ja. Das wird das längste Video. Aber viel wird diesmal woanders eingesperrt, nicht hier. Das Schild, der Schild schützt sich auch vor dem Vieh. Ja, hier sind wir richtig. Jetzt kannst du zu dem Enterhaken wechseln. Und dich darüber ziehen. Truhe öffnen. Ich glaube, da war ein Rubin drin. Nee, nein, eine Bombe. Ja, eine auch noch, ja. Dafür braucht man doch keine, nicht extra Truhe. Ja. Roms! Jetzt geht ein Säule Nummer 4. Ja. Und Stock 4, Stock 3 verschwindet komplett und man kommt dann direkt zu Stock 4. So oder so ähnlich.
Jetzt kann die Kugel meinetwegen da verrosten. Ja. Einzige Möglichkeit durchs Loch. Ist er wieso eine Ebene runtergegangen? Ja, aber wir müssen auch noch das Loch hier oben finden, was dich auf den rechten Sim bringt. Ja. Stockwerk zu hoch. Ein Stockwerk zu weit oben. Das gerade zu. Ja, leider Gottes. Au. Aber hier kannst du ein bisschen auffrischen. Ich wäre drauf gehüpft. Du weißt so. Doch. Wenn man auf die Gumpas drauf springt, kriegt man immer ein Herz. Oh ne, hier war. Erstmal wieder Jumpman. Genau. It's a me. Da ist schon mal der große Schlüssel. Ja, kannst du ruhig schon verwenden. Ich glaube, in der Truhe war wieso, es sei man kommt von hier. Okay, na, bei dir den. Du wolltest eigentlich drauf hüpfen und nicht ja. Mit dem Schwert schlagen, ja. Vielleicht ist es sogar der hier. Wow, war das knapp. Das ist die Truhe, die da noch fehlt. Die ist ein bisschen schwierig, weil man hier beballert wird. Und wir müssen hier auch die Pferdefiguren zum Stellen bringen. Das ist ein ziemlich hartnäckiges Rätsel. Ja, wo sind die anderen Pferde-Dings? Autsch, hinter dem Eisenzyklopen. Ich krieg den gar nicht mehr fast, ja. Ja, dazu musst du erst den von dem hinter dem Eisenzyklopen wegnehmen. Mann. War gut, dass wir den Trank hatten. Ach, scheiß auf die Truhe. Such lieber den Weg auf die andere Truhe. Ey, du hast doch jetzt den Spiegelschild, da kannst du die Strahlen von den Viechern anblocken. Beziehungsweise zurückwerfen. Geh da. Noch ein Schlüssel. Ja. Ich glaube, das war auch ein Schlüssel. Da drin, aber scheiß jetzt drauf. Ja, aber irgendwie, wir müssen ja zum Ziel. Hinten ist noch was. Boah. Puh, aber ich würde sagen, bevor wir hochgehen, holst du bei Trantrudi den roten Trank. Ich glaube mal, so stark war der Adler nicht. Ich weiß, man kann ihn auch ohne Schaden nehmen, aber trotzdem. Einfach nur zur Sicherheit. Ich werde hier einfach ein bisschen schaufeln, um die Herzen... Wir haben die Schaufel ausgetauscht. Ah ja, genau. Geh da rein. Rein nur, damit sie wissen, wo du dann hinkommst. Hier unterbricht die Aufnahme. So, wir sind wieder hier und sind frisch aufgeladen. Wir haben uns nicht vorhin den Trank geholt, wo wir unterbrochen haben. Ich glaube, wir müssen jetzt hier sogar rein. Glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir so nicht mehr sicher. Jedenfalls müssen wir da hoch. Ja. Ah ja. Darüber ziehen. Ja. Weg mit dem Gumpa.
Und jetzt ab zum Boss. Hier kommt dein Vollstrecker. Bald wirst du es bereuen, auf der Welt zu sein. Wahaha! Also mein Trick ist so, ich bleibe auf dieser Fläche und drehe mich immer in die Richtung des Adlers. Klack, klack, klack. Ich lasse ihn immer ranflattern. Da braucht man auch dem Windstoß nicht ausweichen, den er gerne macht. Ah doch, müssen wir doch. Ah, müssen wir wieder hoch. Mist. Auf meinem Originalstand habe ich immer den Somaria-Stab verwendet. Da war das viel schneller durch, als man dachte. Aber so geht das auch. Ja. Das mache ich zumindest immer. Sobald er da oben... Ich wollte gerade sagen, sobald er da oben anhält, klettere hoch und laufe mit vorgestrecktem Schild dagegen an, gegen den Wind. Ich bin da nämlich bis jetzt kein einziges Mal runtergefallen. Das war eben ein Fehler von dir. Ja. Am besten, ich leg den Schild erstmal an. Ah, meine Energie. Bin besiegt. Dich erwischt es auch noch. Wenn der Windfisch aufwacht, du und ich, wir sind sein Traum. Schnauze. Und kratz endlich ab. Oder was? Und jetzt hoch. Mehr Power. Power up. So. Erstmal das Herz heilen. Ein Container kriegen wir noch. Und im Verlauf des nächsten Dungeons kriegen wir dann das letzte Herzteil. Ja. Hey, warum bist du da jetzt lang gegangen? Stell dich zurück, da musst du durch. I know. Aber ja, wir haben vergessen, dass das Instrument ja noch geholt werden muss. Genau. Enthaken. Klar. Obwohl das hier unten war. Ja. Da habe ich ja gesagt, klar. Hatten wir so einen ähnlichen Vorfall nicht schon mal, aber ja. Anderswertig. Das Louis Poseidon Orgel. Ich würde sagen, wenn wir die Ballade des Windfisches vor dem Ei spielen, dann machen wir die Lautstärke ein bisschen höher. Ja. Ist einfach nur die traumhaft. Musik der Flöte weist den Weg. So. Ich würde sagen, wir machen bis zu dem Miniboss. Ja. So, dann würde ich sagen, dass es erstmal für dieses Video war. Das war relativ lang. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und tschüss. Ciao, ciao.